Mit dem neuen Reich der Lüfte DLC krempelt Ubisoft das mittlerweile über 3 Jahre alte Anno 1800 gewissermaßen auf links und bietet vor allem für Multiplayer- bzw. PvP-Spieler viel Neues. Warum das aber wohl nicht bei jedem gut ankommen könnte, aber ein mutiger Schritt in die richtige Richtung sein sollte, klären wir in einer neuen Folge Anno News und das im Detail. Mit Reich der Lüfte dreht sich, wie der Name schon andeutet, alles um Luftschiffe, die als Transport- oder Militäreinheit eingesetzt werden können. Zudem baut man um diese ein neues Postsystem und erweitert das Spiel mit Kampf der Kuriere um ein weiteres Szenario. Aber der Reihe nach. Beginnen wir mit dem neuen Postsystem. Reich der Lüfte bzw. das anstehende Game Update 15 führt neue Wünsche quer durch die gesellschaftlichen Schichten in Anno 1800 ein. Wenn euch das zu viel ist, könnt ihr das aber auch pro Entwicklungsstufe direkt wieder abschalten. Erfüllt ihr sie aber, verdient ihr unter anderem mehr Geld, habt aber auch überhaupt keine Nachteile, wenn ihr sie komplett ignoriert. Eins dieser neuen Bedürfnisse ist es, Briefe versenden zu können. Damit das gelingt, könnt ihr das neue Postgebäude bauen, das dafür sorgt, dass alle Bewohner in seinem Radius Post als Ressource generieren. Alternativ lassen sich platzsparendere Briefkästen platzieren, die aber auch einen kleineren Einflussradius besitzen. Liefern wir jetzt diese Briefe via Luftschiff in andere Regionen, wird die Post von lokalen Briefen auf regionale Briefe oder sogar Überseebriefe aufgewertet. Aber um diese neuen Briefkästen überhaupt bauen zu können, benötigen wir die neue Ressource Aluminium. Und diese erhaltet ihr kombiniert über eine komplett neue Produktionskette aus Bauxitbergwerken, kombiniert mit Kohle und Stein in der neuen Welt. Aber keine Sorge, ihr müsst hier kein neues Spiel beginnen. Die neuen Bauxitminen-Spots werden an Stellen in der neuen Welt neu generiert, die noch nicht von euch bebaut sind, damit euch nicht aus Versehen Gebäude eingerissen werden. Der wichtigste Part ist aber natürlich die neuen Luftschiffe, die ihr wie in der Arktis in einem neuen Luftschiffhangar in der neuen Welt bauen könnt. Insgesamt gibt es satte 5 neue Luftschiffe, natürlich losgelöst vom Luftschiff aus der Passage, welches es natürlich auch noch gibt. Die Luftschiffe teilen sich dabei in 2 Kategorien auf, nämlich den Schnellluftschiffen und den Frachtluftschiffen. Schnellluftschiffe sind, wie der Name schon sagt, deutlich schneller als andere Typen, verfügen aber über einen begrenzten Frachtraum. Nützlich für dringende Lieferungen, aber nicht so sehr für große Handelsrouten. Hierbei gibt es 2 Arten von schnellen Luftschiffen, ein kleines und ein mittleres. Zudem gibt es beide in einer unbewaffneten und einer bewaffneten Variante. Letztere macht diesen Typ perfekt für Überfälle auf Handelsrouten oder zum Schutz der eigenen Inseln vor feindlichen Luftschiffen. Hingegen sind die Frachtluftschiffe eure bevorzugte Wahl für Handelsrouten. Die 3 Typen, also klein, mittel und groß, sind unbewaffnet, dafür aber weitaus nützlicher, wenn ihr Abwurfaktionen durchführen wollt. Dazu aber gleich noch mehr. Denn außerdem können sie viel mehr Fracht transportieren. Die große Zipir-Klasse zum Beispiel hat sogar insgesamt 8 Frachtslots. Für den Bau braucht ihr je nach Typ Motoren, Helium oder das gerade schon erwähnte Aluminium. Helium als ebenfalls neue Ressource stellt ihr aus industriellem Öl, also mit Fischöl und Salpeter her. Dazu benötigt ihr dann noch Lehm. Die dazugehörigen Heliumfabriken wiederum kann man aber nicht überall hinstellen, sondern nur an festgelegten Orten wie Minen, die ebenfalls wie die Bauxitspots neu auf euren bestehenden Karten ergänzt werden. Solltet ihr mal nicht genug Helium produzieren können, könnt ihr auch auf das Gas aus der Arktis zurückgreifen, welches eure Luftschiffe obendrein einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub verleiht. Und wenn wir schon bei der Arktis sind, das aus dem DLC Die Passage bekannte Luftschiff wird sich im Bezug auf Geschwindigkeit und Ladekapazität irgendwo zwischen dem kleinen und dem mittleren Luftfrachtschiff einreihen und fortan zur sogenannten Boreas-Klasse zählen. Anders als bisher können alle Luftschiffe beschädigt oder gar abgeschossen werden. Mit Kanonen ausgestattete Schnellluftschiffe können gegnerische Luftschiffe angreifen, Inseln verteidigen oder als Eskorte für große, unbewaffnete Frachtluftschiffe dienen. Allerdings können sie nicht direkt Bodenziele angreifen. Ein Mittel gegen Luftschiffe wiederum sind die neuen Flak-Stellungen für eure Häfen, sowie das nagelneue Flak-Monitorschiff, das speziell für den Kampf gegen Lufteinheiten ausgerüstet ist. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, mit euren Luftschiffen Bodenziele anzugreifen, und hier kommt das neue Abwurf-Feature zum Tragen.
Denn hiermit könnt ihr mit entsprechender Fracht zum Beispiel Seeminen auf Handelsrouten eurer Konkurrenten aussetzen oder Hafengebäude bombardieren. Solltet ihr nicht direkt in einen Kampf verwickelt sein, könnt ihr mit diesem Feature auch Großbrände durch den Abwurf von Wasser löschen oder mit Propagandablättern für Unruhe sorgen oder die Stimmung der eigenen Bevölkerung durch den Abwurf von Care-Paketen aufwerten. Die neue Luftschiff-Plattform ist eine Art Landestation oder Flughafen für eure Luftschiffe. Mit dieser Plattform, die ihr mit drei Modulen, also dem Luftpost, dem Pendlerkai und dem Lagermodul erweitern könnt, bringt ihr die schon angesprochenen neuen Briefe in alle Welt. Oder transferiert Items von Insel zu Insel und spart euch so viel Zeit. Bleibt also noch das neue Szenario Kampf der Kuriere. Hier tretet ihr im sogenannten Grand Postal Derby, also einer Art Postmeisterschaft an, in der ihr eine Reihe von Stempeln durch das Ausliefern von Post sammeln müsst. Die Besonderheit hierbei ist, dass einige Inseln über keine Küste verfügen und so nur via Luftschiff erreichbar sind. Das Szenario soll euch dabei aber nicht hetzen und eher zum entspannten Erkunden einladen. Zudem soll es spannende Items und Nebenaufgaben sowie eine Bartmeisterschaft geben. Aber hey, da schauen wir uns, wie auch das einhergehende kostenlose Game Update 15 in der nächsten Anno News Folge genauer an.